Mitchell hat wieder ein neues Kit für die Strive. So schaut das aus, was das ist und wie ihr das an und in die Strive einbaut, das zeige ich euch jetzt mal. Und das ist das Kit, was ich euch heute zeige. Es gibt in verschiedenen Farben. Das ist ein Full Automatic Bullpup Kit für eure Strive. Kostet ca. 125 Euro plus Versand. Hier ist die Röhre jetzt aus Aluminium mit dabei. Und das hier ist der Cage aus Metall, wo die Motoren und Flywheels dann reinkommen. Das hier sind die nachher verbauten Motoren von Worker. Und hier haben wir dann noch die Flywheels. Wer sich Sachen nochmal anschauen möchte, die Links dazu stehen im Textfeld und im Video. Als erstes müsst ihr wieder alle Schrauben von der Strive lösen und dann die beiden Gehäusehälften voneinander trennen. Jetzt lösen wir ein paar Schrauben. So, das geht erstmal weg. Und das hier. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben, die wir jetzt erstmal lösen. Habt ihr das gemacht? Kommt das ganze Teil hier jetzt mal raus. So, zack. Das kommt auch weg. So. Zack. Und hier drunter war ja noch diese Leiste, wo der Draht drunter ist. Jetzt habt ihr halt hier mehr Platz, um das Ganze hier rauszuholen. Jetzt lösen wir weitere Schrauben. Da haben wir einmal diese hier, zack, diese hier, jetzt können wir das Teil schon mal rausnehmen. So, das können wir gerade auch mal aufdrehen. Zack, das kommt weg. So, hier das kommt weg. Zack, so. Das machen wir raus, das machen wir raus. Thermowiderstand, den müssen wir gleich hier abmachen. Und dann können wir auch hier die beiden Kabel entfernen. Also einmal hier abmachen und dann hier, oh, da ist es, hier unten abmachen. Weil das ist ja nachher, um die Motoren zu starten, brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben das ja hier in dem neuen Griff verbaut und hier ist ja dann der Trigger, der eben hier gesessen hat. Ja, hier unten das Teil habe ich einfach losgeschraubt, dann könnt ihr das hier so rausnehmen. Das wird nachher wieder hier draufgesetzt und dann verschraubt. So. Die Katze ist so gestört. Das hier brauchen wir nicht mehr. Die Abdeckplatte habe ich wieder reingesetzt und den Trigger. So, hier haben wir ein schwarzes Kabel. Das schwarze Kabel, das kommt gleich hier dran. Und dann haben wir dieses rot-schwarze. Und zwar ist das hier mit diesem komischen schwarzen Ende. Und das Rote, das kommt jetzt hier dran, also da. Ja, die beiden Kabel sind angelötet. So, das obere Pinnippelchen, das wäre dieses hier. Das muss weg. Schupp, weg ist es. Das schwarze Kabel, das war ja bei einem Motor von Worker mit dabei. Ich meine, bei dem Full Auto Set, was ich gleich noch einbaue, ist noch dieses grüne dabei. Das könntet ihr genauso gut nehmen anstatt des schwarzen. So, das ist ja der Motor, also die Flywheels, die vorher drin waren. Da seht ihr das auch noch mal hier. Das ist jetzt quasi das schwarze, schwarz. Und das hier wäre das rote Kabel. So, ich baue mir direkt hier was Schickes von Worker ein, ein Cage aus Aluminium und dann noch ein paar Flywheels mit 180er Motoren. Und das ist nichts anderes, seht ihr hier? Das ist jetzt das Black One, zack, und da haben wir das Red One. So,
Jetzt nehmen wir uns das schwarze Kabel. Das schwarze Kabel kommt hier dran. Zack. So, schwarz. Und das rote, was wir ja hier unten dran gemacht haben. Seht ihr, das ist das rote. Das Ding, das kommt jetzt hier dran. Ja, die Kabel sind jetzt dran gelötet. Mal so an die Elektriker eine Frage. Wofür ist dieses Teil hier gut? Das sieht aus wie so ein Gegengewicht. Das kann man sogar abmachen. Und muss das hier so lang sein? Oder hätte ich das nicht ein bisschen abschnibbeln können? Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich überhaupt Löten hinbekomme. Aber das hier, das ist... keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier das andere Ende. Ich habe jetzt mal in den Plaster Batterien reingetan, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Jetzt haben wir ja hier den Griff, seht ihr? Und der Griff, der hat hier so ein schmäleres und hier so einen dickeren Stecker. Wir nehmen uns jetzt mal den schmäleren, also den hier, und stecken das jetzt mal zusammen. Ich muss mal gerade gucken, wie rum. Ich glaube, so war es. Schwupp, schwupp. So, und jetzt muss ich mal hier, das ist für die Flywheels. Jo, und da summen sie schon. Jo, und das funktioniert ja schon mal wunderbar. Flywheels lassen sich ja ganz einfach in das Cage einbauen mittels der Motoren. Und zwar die Motoren, die kommen hier durch die kleinen Löschelchen, da kommen hier zwei Schrauben rein, Flywheels drauf. Ihr müsst nur darauf achten, ich halte es mal so rum, wo die schwarzen Drähte sind. Ihr habt hier, seht ihr, Minus. Und der andere Motor wird so eingebaut, dass da drunter Plus ist. Dann ist hier wieder Minus und hier ist wieder Plus. Darauf müsst ihr dann halt achten. So, jetzt haben wir ja hier das Full Auto Set noch. Das hat ja auch hier wieder so ein Käbelchen. Das ist nachher für das andere, was wir eben noch nicht angeschlossen haben, und nochmal so ein loses. Und das lose hier, grün, das kommt jetzt hier an das schwarze mit dran. Das grüne Kabel ist angelötet. So, hier mal wieder die Flywheels. Die Flywheels sind ja angeschlossen schon, seht ihr, das ist ja für die Flywheels. Und jetzt haben wir noch das andere Kabel. Und das kommt jetzt hier rein. So, wenn ich jetzt hier den Trigger drücke, seht ihr? Ja. Flywheels. Oder dann halt hier, könnt ihr halt den Trigger benutzen. Ja, ich muss noch gerade was ansprechen. Ich muss das ganze Set ja aus einem chinesischen Video nachbauen, weil der Chines, der hat mal wieder keine richtige Anleitung. Und bei dem chinesischen Video geht das Full Auto Set nur, wenn man hier vorher die Flywheels startet. Aber bei mir funktioniert es auch so. Ich weiß nicht, wo dran es liegt. Ich hatte eben mal das grüne Kabel hier unten an Rot dran gelötet, aber Das hat nicht richtig funktioniert und so ist eigentlich die einzigste Möglichkeit. Ja, jetzt müssen wir ein paar Kabel verlegen. Und zwar, die kommen jetzt hier unten so rein. Zack. Und dann drückt ihr die hier schon mal in diesen kleinen Kanal. So. Jetzt haben wir hier den Motor, ja. So. Der Motor wird jetzt einfach hier reingesetzt. Gucken, dass das Kabel jetzt hier komplett verschwindet. So, zack. Jo. Falls das hier mal in den Bereich nicht reingeht, dann holt ihr euch ein Messerchen, macht hier ein bisschen was weg. Bei mir hat es aber so funktioniert, ohne Probleme. Dann holen wir uns hier wieder die Schraube für die Befestigung und schrauben den jetzt erstmal hier fest, dann geht der schon wieder nicht los. Zack. Ja, und dann müsst ihr halt so die beiden Kabel vom Motor, die kommen jetzt auch wieder hier unten mit da rein. Und dann holt ihr euch nämlich diese Abdeckung hier wieder
Und dann wird das Ganze hier nämlich verschraubt. Ja, das war der alte Pusher. Hier war ja die Feder. Habe ich jetzt hier dran gemacht. Schaut dann so aus. So, den setzen wir jetzt hier drauf und hier vorne dann so dazwischen. Schwuppsdiwupps. Ja, das funktioniert. So, dann dieses schwarze Teil, das kommt hier so hin. Und dann noch die große Schraube, die kommt jetzt hier wieder drauf. Nicht zu fest drehen, dass der nachher nicht mehr sich bewegt. So, dann haben wir hier noch die Feder. Und die machen wir jetzt da so hin. Ja, jetzt gucken wir noch, ob das Ganze funktioniert. So, kein Problem. Und ihr seht auch, das Teil, das kommt nicht bis hier vorne dran. Das wird dann vorher mittels der Feder wieder zurückgezogen. Ja, jetzt haben wir noch ein kleines Problemchen. Und zwar die Motoren hier unten, die kann man jetzt nicht richtig runterdrücken, weil ihr halt noch hier diese Pinnippel habt, diese vier Stück. Und die muss ich jetzt erstmal hier jetzt wegmachen. Sollte man am besten vorher machen, bevor man jetzt die Kabel verlegt hat, dann tut man nichts beschädigen. Ich habe es halt eben vergessen. Ja, der Bereich ist jetzt glatt und jetzt kann man die Motoren auch bis weiter runter drücken. So. Das kommt hier so rüber, das kommt so hin. Ja, das Teil stört noch ein bisschen das große hier. Das muss man gucken, dass das nachher so ein bisschen seitlich rüber geht. So, und jetzt seht ihr auch, wo ist es denn noch da? Die liegen jetzt hier richtig hier unten drauf. Und jetzt nehmt ihr euch wieder diese vier Schrauben, die ihr anfangs abgeschraubt habt, und die macht ihr jetzt hier viermal rein. So, Flywheels Plus Cage ist eingebaut. So, das hier ist ja jetzt das Griffstück, das kommt ja nachher hier so drauf. Und ihr habt hier seitlich so ein kleines viereckiges Loch und da kommen jetzt die Kabel durch. So, einmal hier so rein, bis es hier vorne komplett durchguckt. Und dann müsst ihr das kleinere noch dadurch gleich schieben. Also das kommt jetzt auch nochmal hier durch. Ja, die Kabel sind jetzt da durch. Das war aber super viel Aufwand, weil eins ist viel zu kurz. Was habe ich gemacht? Das ist das ganz lange. Das ist kein Thema. Das könnt ihr so durchdrücken. Das andere, da bin ich ganz dicht hier rüber mit dem Schraubendreher hier hinten rein, habe das hier vorne so festgehalten und habe dann den Gegenpart, den habe ich dann hier drauf gedrückt. Und dann funktioniert das Ganze. So, jetzt müsst ihr nur noch gucken, dass die Kabel hier alle richtig nachher verschwinden. Da kann man noch ein bisschen was dran ziehen, hier in dem schwarzen. So, genau. Und dann kommt das nämlich jetzt, seht ihr, einfach hier so drauf. So, das hier natürlich nicht vergessen. Hab mich eben wieder aufgeregt, ein bisschen. Weil der Chinese so doof ist, der ist so doof. Sag ja, die Kabel sind zu kurz und deswegen hat man voll die Probleme, das hier richtig reinzubekommen. Und wenn es nicht richtig drin ist, dann kriegt ihr auch dieses Rohr, was ihr extra bestellen müsst. Das steht nämlich irgendwo bei dem in Text mit dabei. Nicht rein. Das ist noch eins, was ich über hatte. Ist halt ein bisschen lang, kann man ein bisschen kürzen. Und das Rohr macht ihr am besten, bevor ihr jetzt die andere Gehäusehälfte wieder drauf macht, drückt ihr das hier rein, weil sonst schafft ihr das nicht. Weil ihr müsst es hier sehen. Bisschen mit der Führung dann hier reindrücken und wenn es dann komplett drin ist, dann nehmt ihr euch nochmal die andere Gehäusehälfte und dann schraubt ihr das jetzt hier wieder zusammen. Hier mal die Schulterstütze, die kommt ja gleich so dran. Jetzt gibt es hier so ein Teil, wo man nachher einen Riemen dran machen kann. Seht ihr? So, hier könnt ihr drauf drücken. Schwupps. Das kommt jetzt hier so rein. Dann habt ihr hier so eine Schraube. So, die wird da reingedrückt
Und dann wird die jetzt reingeschraubt. Oh, ich muss mir echt mal so einen Akkubohrer holen, so einen kleinen. Oh, da schraubt ihr euch ganz schön ein. So, jetzt ist er komplett durch und guckt jetzt hier raus. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Zum Glück ist das hier so ein bisschen magnetisch. Ansonsten müsst ihr euch eine Pinzette schnappen. So, jetzt drücke ich da mit meinem... Boah, ich hab, die Finger sind zu dick. Toll, jetzt bräuchte ich so kleine Hobbit-Hände. Wenn man mal ein Hobbit braucht, ist keiner da. So, und dann schraubt ihr das jetzt mal hier so richtig fest. Hat das funktioniert? Nö. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Die Mutter, die müsst ihr dann festschrauben. Und dann könnt ihr nämlich das Teil hier nachher wieder hier reindrücken. So, wenn ihr die Schrauben mal drin habt, Mutter drauf, nehmt euch so einen Schraubendreher, geht hier an den Rand, dass ihr gegen die Mutter drücken könnt. Und dann könnt ihr das Ganze nämlich hier besser festschrauben, als wenn ihr versucht, mit dem Finger die Mutter runterzudrücken. So, jetzt machen wir die Schulterstütze hier drauf. Nehmt euch eine von den Schrauben, dreht ein bisschen rein und das wird jetzt hier draufgesetzt. Zack, das ist hier oben diese Schiene dann. Jetzt holt euch dieses Teil und zwar das Spitze zeigt nach unten. Dann schließt das nämlich hier schön ab. Dann habt ihr hier diese ganz kleinen Schräubchen und die dreht ihr jetzt hier und auf der anderen Seite rein. Ja, die Schräubchen sind reingeschraubt. Hier kommt auch nochmal eine rein, da oben. Und auf der anderen Seite, da habt ihr hier nochmal eine Schraube. Das sind dann nochmal welche von denen. Das sieht ein bisschen aus schon wie der Famas, oder? So, ich sag nur, blöder Chines, der macht ein 45-Minuten-Video, zeigt jedes Schräubchen, was er einzeln eindreht, aber mal so auf Details, wo man drauf mal achten muss, das zeigt er nicht. Deswegen zeige ich es jetzt. Und zwar, hier muss man drauf achten, wenn ihr das so einbaut, das ist richtig. Weil hier habt ihr nachher nämlich noch die Möglichkeit, einen Bolzen durchzumachen. Seht ihr? So ist das Teil nachher zu weit unten, dann sitzt das nachher hier so und ihr kommt den Bolzen nicht mehr durch. Das heißt, hier unten sind die Löcher und dann drückt ihr das hier so rein. Ich weiß nicht, ob ich es noch hinbekomme. Ja, es geht. Genau. Jetzt kriegt er nämlich auch den... Na, ich muss noch ein bisschen höher. Ja, das Problem ist, man hat kein Werkzeug dabei. Und diese Gewinde, oder wie die Dinger sich auch immer nennen, hier diese kleinen Mistdinger, die gehen total schnell innen drin kaputt. Dann könnt ihr das nämlich schnell nicht mehr reindrehen. Und dann versucht er das abzuflexen. Ja, und dann steht das hier innen drin über. Also darauf achten, dass er das so einbaut, dass ihr nachher noch hier diesen Bolzen, seht ihr, komplett durchdrücken könnt. Oh. Und jetzt dreht sich die Schraube schon wieder durch und es ist zum Kotzen. Ich habe jetzt nur mal eine Schraube reingedreht, das reicht auch vollkommen aus. So. Zack. Jetzt ist es drüber. Die Schrauben sind auch nachher ein bisschen da, um das Rohr ein bisschen fest zu drehen. Brauchen wir aber nicht wirklich. So, jetzt kommt noch das Teil hier drauf. Und dann holt ihr euch schon hier die Bolzen. Und die kommen jetzt einmal da rein. Und einmal dann nachher auf die andere Seite. Jetzt haben wir noch die Blenden für die Seiten. Die werden einfach hier so drauf gemacht. Ja, sieht nicht so schön aus, finde ich jetzt. Das ist dann hier irgendwie besser gemacht. So. Das Teil, das kommt hier vorne drauf. Zack. Und dann haben wir noch Schienen. Das sind
zwei längere, das ist die kürzere. Die längeren kommen dann hier an die Seite und auf die andere drauf. Und die kürzere, seht ihr, die ist so ein bisschen keilförmig. Das dickere Teil hier vorne, das kommt dann so darunter. Und dafür nimmt er dann halt wieder diese Schrauben. Achtet darauf, das hier sind die langen. Die langen nimmt ihr einmal für hier oben und dann nachher hier an der Seite. Und die kürzeren, wie eben angesprochen, dann halt für die Schienen. Ja, ein paar Gewindeschrauben, was weiß ich, wie die heißen, haben wir noch über. Hier seht ihr, das sind ganz kleine mit dabei, zwei Stück. Die könnt ihr hier reindrehen, damit das Teil nicht abfällt. Und die restlichen großen könnte man jetzt hier seitlich dran machen. Ich lasse es aber sein, weil ich halt eben die Probleme hatte, dann, dass sich die Gewinde irgendwie kaputt gedreht haben. Das hält auch so ganz gut. Gesehen. Es ist eigentlich super simpel einfach, das Kit in die Strive einzubauen. Wie gesagt, ich musste mir das Video vom Chinesen angucken, 45 Minuten. Jedes einzelne Schräubchen hat er gezeigt, wie er es reindreht. Manche Sachen waren nicht so gut erklärt, aber irgendwie habe ich es dann nachher trotzdem hinbekommen. Was halt nicht so schön war mit dem kurzen Kabel hier vorne, da muss man halt ziemlich viel pitteln. Das Rohr muss man halt dann extra bestellen, aber im Großen und Ganzen ist es schon ein richtig schickes Kit und ihr könnt damit sogar schießen. Ich zeige es nochmal gerade. Das sind halt die Flywheels for Worker mit dem Cage aus Metall und den 180er Motoren. Ich habe jetzt mal nicht den Trigger betätigt, weil hier noch Darts drin sind. Ich schieße gleich mal hinten auf den bösen Hydra-Soldaten. Ja, gibt es in verschiedenen Farben das Kit, macht optisch schon was her. Und jetzt machen wir noch kurz den Schusstest. 4x 3,7 Volt Akkus sind jetzt drin. Schauen wir mal. Ja, geht ab wie Schmitz Katze. Das Magazin zu wechseln, übrigens kein Problem. Hier kommt er noch an den Knopf dran, um das zu entnehmen. Ihr könntet jetzt euch so, ein kleineres dran machen, schaut dann so aus. Ich finde besonders cool halt die 35er Trommel. Seht ihr? Also das hat mir schon ziemlich cool gefallen mit der 35er Trommel. Und das lässt sich auch noch richtig gut bedienen, weil die hier gerade mal so an der Brust anlegt. Ja, dann habe ich euch das Kit auch mal vorgestellt. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Demnächst kommen jede Menge weitere coole Sachen von Worker und auch ein neues Full-Auto-Set. Und wenn das interessiert, der kann mich gerne abonnieren. Das war der Testmittel von YouTube. Sagt mal tschüss, bis zum nächsten Mal.